Hallo liebe Grillfreunde, hier ist wieder euer Team von Sackpfeife Barbecue Weimar. Heute machen wir leckere Adana Lammspieße, Kebab und wie ihr es gewohnt seid, gehen wir zuerst an unsere Zutaten. Ja liebe Grillfreunde, wir haben hier einen richtig bunten Zutatentisch. Ich fange mal hier oben links an und zwar haben wir ein Olivenöl, Naturjoghurt, gelbe Paprika, eine frische Minze, nehmt hier keine getrocknete bitte. Dann haben wir hier Knoblauchzehen, dann einen Bergpfeffer, den Macken aus Nordvietnam. Richtig toller Pfeffer, ist auch nicht ganz billig. Dann haben wir hier Himalaya-Salz. Ja, und jetzt gucken wir mal in die Schale. Da haben wir hier unsere Hauptdarsteller oder unseren Hauptdarsteller. Das ist vom Kamerun-Lamm. Die Vorderhaxe. Eigene Schlachtung ist das alles. Dann haben wir hier die Dünnung oder auch den Bauch. Also Bauchfleisch, das brauchen wir unbedingt wegen Fett. Dann haben wir hier Tomaten, rote Spitzpaprika, frische Petersilie, auch hier keine getrocknete nehmen und rote Zwiebeln. Ja, wir beginnen mit unserem Kebab. Ich habe hier einen Knoblauch, der wird nur geschält und schneide den Knoblauch in dicke Scheiben. Etwa so, das langt, weil das geht alles durch den Wolf. Die roten Paprika werden fein geschnitten. Entfernt komplett das Gehäuse. Wenn ihr euch fragt, wo der Name Adana herkommt, Adana ist eine Stadt in der Türkei und genau dort wird diese Art Kebab gemacht. Ja, jetzt haben wir hier unsere Vorderhaxe liegen. Wir wollen ja unser Fleisch durch den Wolf drehen und dafür müssen wir das erstmal entbeinen und ein bisschen auf Größe schneiden, eventuell Sehnen noch herausbringen. Ich fange erstmal mit Sehnen an, die ich gleich sehe. Tu mal raus. Auch wenn man es durch den Wolf lässt, Sehnen tue ich generell entfernen. Was ihr im Hintergrund hört, ist unser Hund. Der trinkt gerade was und schlabbert. So, wir haben unsere Vorderhaxe entbeint. So, das kontrolliere ich nochmal alles, ob irgendwo eine Sehne noch dabei ist. Die Knochen heben wir auf. Die verwenden wir noch für einen Fond und schmeißen das natürlich nicht weg. Was ihr hier seht, ist die Dünnung oder auch das Bauchfleisch vom Lamm. Beim Kamerun, wie gesagt, haben wir sehr gering den Fettanteil, aber das Fett, was es eben hat, wollen wir auch nutzen. Das kommt mit ins Gehackte, weil wir brauchen mindestens 20% Fett für unseren Kebab. Ja, ich schneide jetzt das ganze Fleisch wolfgerecht in Stücke. Wir geben jetzt zum Lammfleisch Knoblauchzehen, die wir vorhin geschnitten haben, und Salz. So, da. Vermengen das erstmal. Können wir mit der Hand machen, schön. Hier kommen kaum Gewürze rein. Also keine Lammgewürzmischungen oder sowas in der Art. Dann wäre unser Lammgeschmack ja weg. Manchmal ist weniger mehr. Das lässt sich immer gut machen, wenn man das vor dem Wolfen macht. Dann kann sich das beim Wolfen direkt schön vermengen.
Ich habe die ganze Sache hier zweimal durch den Wolf gelassen. Das macht das Gehackte ein bisschen homogener. Und geben jetzt einfach zum Schluss unseren roten Paprika dazu. Und vermengen die ganze Sache mit der Hand. Die ganze Sache ist schön vermengt. Und so geht es erstmal kurze Zeit in die Kühlung. Ja, außer den Kebabspießen haben wir noch Gemüsespieße. Da brauchen wir dazu Paprika natürlich. Ja, und schneiden das jetzt für unsere Spieße auf Größe R. Es reicht zu, wenn solche Stücken da sind, halbiert. Ja, und Tomaten kommen auch auf unseren Spieß. Die halbieren wir nur, schneiden die Blüte raus und fertig. Ja, natürlich brauchen wir noch unseren Joghurt, das ist ganz wichtig. Gib den erstmal in die Schüssel. Das ist auch eine ganz leckere Angelegenheit jetzt hier. Passt ideal zu Kebab. Ja, wir brauchen dazu noch eine Knoblauchzehe. Die schneiden wir ganz klein. Wer natürlich richtig viel Knoblauch haben will, kann auch 500 Gramm Joghurt auf 3 reintun. Wir, uns langt eine. So, geschält. Und ganz fein würfeln. Das jetzt hinein und jetzt kommt eine richtig frische Zutat noch dazu, und zwar Minze. Da machen wir nur die Blätter ab. Das gibt den Ganzen eine richtige Frische. So, wir hacken jetzt unsere abgezupften Minzblätter und geben die Minzblätter zum Joghurt. Das wird was Herrliches. Und jetzt kommt noch eine klasse Zutat hinzu, unser Bergpfeffer aus Nordvietnam. Und den müssen wir aber mörsern. Und da brauchen wir nicht viel, der ist sehr intensiv. Der Pfeffer wird mit der Hand geerntet. Luft getrocknet, hat ein Aroma, das ist ja Wahnsinn, ist aber auch sehr preisintensiv, aber man braucht nicht so viel, aber es passt hervorragend hier zu unserem Joghurt. Und geben den guten Pfeffer zum Joghurt, noch eine Prise Salz, nicht zu viel. Und jetzt noch einen ganz kleinen Schluck Olivenöl. Gut, das langt schon. Ist nur zum Geschmack. Aber ganz wenig. Eine tolle Mischung. Ich habe gerade gekostet. Schmeckt klasse. Und dann noch zum Kebab die Minze. Das passt wunderbar. Geht jetzt erstmal in den Kühlschrank. Ja, wir müssen noch ein bisschen weiterarbeiten an unseren Zutaten. Ich habe hier ein Ciabatta-Brot mit Oliven. Wir schneiden die erste Scheibe mal weg und schneiden ungefähr so, naja, 2 bis 3 cm dicke Scheiben. Ich gehe davon aus, immer pro Portion 2 Scheiben. Und schneiden unsere 4 Scheiben in Würfel. Das schneide ich nur einmal längs durch. Und ungefähr in der Größe hier die Würfel. Weil die werden dann mit wenig Butter angeröstet. Ja, wir haben unsere roten Zwiebeln schon mal geschält. Halbieren die und schneiden die in dünne Halbringe. Das ist die nächste Beilage. Geben die Zwiebeln in eine Schüssel.
Ja, wir haben hier unsere Petersilie noch, die Blattpetersilie. Da zupfen wir die Blätter ab. Ich habe jetzt mal hier auf die Menge der Zwiebel 4 Stängel Blattpetersilie. Wie gesagt, die genauen Angaben, Mengen und das Ganze seht ihr unten dann in der Infobox. Und schneiden die Petersilie nur grob, nicht so fein. Einmal so durch, das reicht. Und geben die Petersilie zu den Zwiebeln. Und mischen die ganze Sache durch. Passt übrigens sehr gut zusammen, Zwiebel und Petersilie. Das geben wir dann an unser Gericht. Wir müssen natürlich dazu noch einen Reis kochen. Wir verwenden einen Jasminreis, weil der ist in seiner Konsistenz, wenn er dann gekocht ist, eher klebrig. Nicht so wie beim Basmati-Reis, der eher locker ist. Und wir haben hier ein wunderbares Messgerät. Ich finde das total klasse. Das ist jetzt genau eine Tasse und das bringen wir jetzt zum Kochen. So, wir haben schon Holzkohle in den Anzündkamin, geben die Pfanne drauf, da ist schon Butter drauf, nicht so viel, und wir rösten jetzt unser Ciabatta Brot an, unsere Würfel. Ganz schöner Wind heute. Nur kurz anbräunen, es muss nicht schwarz werden. So, das langt uns. Wir nehmen die jetzt runter und kühlen die ab. So, als erstes machen wir unsere Gemüsespieße, unsere Paprika-Tomatenspieße und fädeln die erst auf. So, unser erster Spieß ist jetzt schon mal fertig. Machen wir noch einen. Was ihr im Hintergrund so plätschern hört, das ist schon unser Reis. So, wir werden jetzt, das sind ungefähr so 850, knapp 900 oder so Gramm. Ich habe vor, ungefähr so 300 Gramm pro Spieß zu verwenden, also drittel ich das mal hier, die ganze Geschichte. Ja, ich habe hier noch ein paar Dellen reingebracht. Nicht schön, aber selten, aber passt erstmal so. Ich sage nur, Gott sei Dank habe ich hier solche Streifen, die sind 2 cm breit und 2 mm dick. Das sind noch alte Edelstahlstreifen, die ich habe. Das sind hier meine Kebabspieße. Und die haben wir jetzt schon mal drauf gebracht. Über Holzkohle. Geben jetzt die Gemüsespieße noch dazu. Ja, Freunde, unsere Gemüsespieße sind fast soweit. Die sollen ruhig ein bisschen bissfest sein. So, Freunde, unsere Spieße sind jetzt fertig. Wir nehmen die jetzt beide runter, oder die 4 nehmen wir jetzt runter und richten das mal ab. So, wir haben unsere Kebabs jetzt fertig und den ersten schneiden wir mal hier so an. Da nehme ich das Messer. So, da kann man den schön aufklappen. Und schneiden den in 3 Teile. Ja. Und klappen mal einen auf. Gucken wir mal rein, wie das aussieht. Ja, wunderbar gegart. Also wenn es so aussieht, ist es okay. Für unseren ersten Teller nehmen wir hier die aufgeschnittenen Kebabs und klappen die so auf und legen die so hier dran. Ja. Richtig klasse aus. Dekorieren hier die ganze Sache mit unserem Röstgemüse vom Spieß. Ja, geben hier noch eine Tomate hinzu. Und zur Deko geben wir hier ein Blatt Minze drauf und hier ein Blatt Petersilie. Das sieht doch klasse aus, Leute. Wunderbar. Kleiner Serviervorschlag von uns. So, der nächste Serviervorschlag
Wir lassen das Ganze, das kann man hier mit der Hand gut wegschieben, so ein Kebab. Ja. Und weg. Ja. Geben jetzt unseren Joghurt dazu. Unsere Tomaten vom Spieß. Paprika, den gelben. So, den roten rein. Oh, jetzt geben wir noch die Zwiebeln dazu. So, ganz zum Schluss kommt noch ein bisschen paar Blätter Minze auf dem Reis. So, wir haben die ganze Sache ja für zwei Portionen gemacht. Einmal in der Variante serviert, einmal in der Variante serviert. Ich finde, es sieht beides gut aus. Richtig lecker. Und da wünsche ich euch einen guten Appetit. Es ist wirklich ein Fazit fällig heute. Und zwar zwei Sachen, die ihr wirklich beachten solltet. Der Grill muss richtig heiß sein. Und die Kebabspieße sollten auch Kebabspieße sein. Oder Flachstreifen aus Edelstahl, circa 20 mm breit, 2 mm stark, circa 70 cm lang. Das wäre so ein ideales Maß, das war gerade unser Hund. Ich habe das mit den Churrasco-Spießen erst probiert. Könnt ihr vergessen, das ist nicht geeignet. Sollte ein flach sein, geht besser. Ja, wenn euch unser Video gefallen hat, dann würden wir uns freuen über einen netten Kommentar, über einen Daumen nach oben natürlich, schon wieder der Hund. Und damit ihr in der Zukunft keine Folge von uns verpasst, würde ich euch empfehlen, unseren Kanal zu abonnieren. Ansonsten sehen wir uns wie immer, wenn es wieder heißt, euer Team von Zackpfeife Barbecue Weimar. Macht's gut, Freunde. Tschüss.